Die gerade g wird durch zentrische Streckung auf die gerade g' abgebildet. Berechnen die Gleichung der fehlenden Geraden. Wir haben die gerade g mit y ist gleich 2x plus 1, wir haben das Zentrum z mit minus 2, 3 und wir haben den Streckungsfaktor k mit 2. Jetzt brauchen wir ein bisschen Vorwissen aus der zentrischen Streckung. Zum Beispiel, wenn wir hier das Zentrum z haben und hier der Punkt p, wie kommen wir dann auf p'? Wir messen im Prinzip zp ab, multiplizieren die Länge dieser Strecke mit k, also mal 2, und tragen das hier nochmal ab und dann bekommen wir hier den p' raus. Also im Prinzip, die Länge von zp' ist nichts anderes als k mal die Länge von zp. Und das gleiche Prinzip lässt sich jetzt auch auf unseren Fall anwenden, nur dass wir jetzt nicht mit Streckenlängen arbeiten, sondern mit Vektoren. Da gibt es jetzt eine kleine Anpassung, nämlich der Vektor von oder der Pfeil von z nach p' ist gleich k mal der Pfeil von z nach p. So, und genau das brauchen wir. Jetzt ist noch die Frage, was ist mein Punkt p und was ist mein Punkt p'? Im Prinzip ganz einfach, für p wählen wir einen ganz beliebigen Punkt auf dieser geraden g. Ja, hat die Koordinaten y, die Geradengleichung y ist gleich 2x plus 1 und wenn ich einen beliebigen Punkt nehme, hat er die x-Koordinate x, darf ich ja frei wählen und als y-Koordinate im Prinzip y, nur steht ja hier geschrieben, was y sein soll, also kann ich das gleich einsetzen. Also 2x plus 1 ist der entsprechende Funktionswert. So, mein p' ist in dem Fall gesucht, also nenne ich den x' und y'. Wichtig ist, hier das x mit verschiedenen Zeichen zu markieren, vielleicht auch mit x1 oder xp' und so weiter und so fort, weil dieses x hier, ich markiere es jetzt nochmal, ist ein anderes x wie das da. Die zwei darf man nicht verwechseln, dann darf man nicht gleich benennen, nicht dass man sie am Schluss irgendwie noch falsch zusammenzählt. So, falscher Stift. Okay, jetzt haben wir im Prinzip alles für unsere Abbildungsvorschrift. Ich schreibe es nochmal hier auf. Der Pfeil von z nach p' lässt sich berechnen aus k mal der Pfeil von z nach p. Und jetzt setzen wir ganz normal ein im Sinne von Spitze minus Fuß. Ja, Pfeile stellt man dann auf mit Spitze minus Fuß. Also beginnen wir. Spitze ist immer da, wo die Pfeilspitze zu finden ist. Also fangen wir mit p' an. X' Y' minus der Fuß. Der Fuß steht hier oben, z minus, ist minus 2 und 3, also schreiben wir minus 2 halt und hier die 3 rein. Ist gleich k mal zp, k ist der Faktor 2, also 2 mal. Und jetzt nochmal Spitze minus Fuß rechnen, p haben wir mit x und 2x plus 1, minus wiederum der Fußpunkt mit z. Also 2 und 3. Klammer zu. So, jetzt muss man im Prinzip diese Gleichung mit Vektoren im Prinzip aufdröseln. Ja, die obere Zeile, ich mache jetzt hier mal so einen Trennstrich rein. So. Ja, jetzt bin ich etwas schief durch die 1 durch. Durch die 3 war. So, im Prinzip wird das jetzt so aufgeteilt und wir betrachten die obere Zeile extra und die untere Zeile extra. Das gibt dann zwei Gleichungen. Gleichung 1 ist die obere Zeile mit, die schreiben wir einfach ab, x' minus, ja, minus minus 2 sind plus 2, ist gleich, so diese 2 vor einem Pfeil geht sowohl auf die obere Zeile als auch auf die untere Zeile. Also müssen wir hier schreiben 2 mal und jetzt Klammer nicht vergessen, x minus minus 2 sind x plus 2. So, jetzt heißt es, wir müssen, bevor wir jetzt an die zweite Gleichung gehen, erstmal diese auflösen, wäre einfacher. Man löst immer nach der Variable auf, die in der oberen sowie in der unteren Gleichung vorkommt. Ganz am Anfang sehen wir, da haben wir einen x' und einen y' hier stehen. Ist x' ist nur in der oberen Zeile, das y' nur in der unteren Zeile, also danach lösen wir nicht auf. Schauen wir uns hier an, hier steht das x drin, das ist sowohl oben als auch unten, das heißt wir lösen Gleichung 1 nach x auf. So, das ist unsere nächste Aufgabe. Das lassen wir jetzt alles stehen, hier nach diesem x muss aufgelöst werden. Also erst die Klammer auflösen, 2 mal x sind 2x und 2 mal 2 sind 4.
dann die 4 auf die andere Seite bringen, x' plus 2 minus 4 sind minus 2, ist gleich 2x und danach geteilt durch 2. Kann man entweder als Bruch schreiben oder wer lieber Kommazahlen möchte, kann auch schreiben 0,5x' und minus 2 geteilt durch 2 sind minus 1, ist gleich x. So, damit habe ich die erste Zeile aufgelöst. Jetzt kommt die zweite Zeile, also die untere Zeile. Einfach erst Schritt abschreiben. Y-minus 3 ist gleich, der Faktor kommt jetzt auch in der unteren Zeile dran. 2 mal 2x und jetzt 1 minus 3 sind minus 2. Entweder kann man jetzt sofort einsetzen. Also Ziel ist es jetzt hier, dieses x, diese Zeile hier, haben wir stehen ja x ist gleich bla 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 und jetzt den Wert für x wird jetzt im Prinzip in der nächsten Zeile eingesetzt in der Gleichung 2. Es würde sich vielleicht empfehlen, diese Gleichung 2 noch nach y' erst aufzulösen und dann einzusetzen, dann ist es vielleicht eine Spur einfacher. Also diese minus 3 bringen wir mit plus 3 gleich auf die andere Seite rüber. 2 mal 2x sind 4x, 2 mal minus 2 sind minus 4. Hinten dran noch die plus 3. Und dann folgt daraus, mache ich die Seite tiefer, y' ist gleich 4x und minus 4 plus 3 ist minus 1. So, jetzt wird für dieses x eingesetzt, was wir hier im Prinzip für x ausgerechnet haben. Y' ist demnach 4 und jetzt mal, Klammer auf, 0,5x' minus 1, Klammer zu, minus 1. Und jetzt heißt es nur noch vereinfachen, so weit wie möglich. 4 mal 0,5 sind 2, also 2x', 4 mal minus 1 sind minus 4 und hinten dran noch die minus 1. Und dann kommt raus, y' ist 2x' minus 5. Und das ist dann unsere abgebildete Geradengleichung.